Unsere Reise beginnt in den Ursprüngen der indischen Zivilisation. In der Wüste im Nordwesten Indiens, im größten Bundesstaat Rajasthan, dem Land der Könige. Diese Frauen sind Bäuerinnen, die ihre Guarbohnen im sehr trockenen Boden pflanzen und ernten. Well, the origins of the guar plant are lost to history. No wild guar actually remains today. Only the domestic crop farmers continue to grow in the arid lands of western India. But for many centuries, the guar bean plant has been a staple food for these people. Its leaves cooked like spinach, its beans toasted and eaten. Die blaue Stadt Jodhpur ist die Hauptstadt und zweitgrößte Stadt Rajasthans, bekannt für ihre blauen Häuser und geschäftigen Märkte. Die frisch geernteten Guarbohnen werden zur Säuberung und Schälung nach Jodhpur gebracht. Ernährungswissenschaftler arbeiten seit dem 20. Jahrhundert daran, die Verbindung zwischen unserer Gesundheit und Ernährung zu erforschen. In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts stellten sie fest, dass ein bis dahin unbeachteter Nährstoff, lösliche Ballaststoffe, eine wichtige Rolle in der menschlichen Verdauung und Gesundheit spielen und nicht die der knusprigen und unlöslichen Ballaststoffe in unseren Müslis und Cerealien. Zur selben Zeit füllten die Nahrungsmittelhersteller die Regale in den Supermärkten mit industriell verarbeiteten Lebensmitteln, die nur wenige oder keine löslichen Ballaststoffe enthielten. Aber dann begannen sie, sich Gedanken über die gesundheitlichen Vorteile und das Marketingpotenzial dieses neuen Nährstoffs zu machen. Da er löslich ist, sollte es möglich sein, ihn den verarbeiteten Lebensmitteln beizufügen. Die Frage war, welcher Ballaststoff wäre am einfachsten zu verarbeiten und stellt den größten Vorteil für den Kunden dar? Tayo aus Japan, ein führendes Unternehmen im Bereich Functional Foods, tat sich mit Lucid India, dem führenden Guarbohnenproduzenten, zusammen, um das Potenzial der Guarbohne zu erforschen. Dr. T.P. Rao, Geschäftsführer von Tayo. Our collaboration started more than 30 years ago, where we thought of making a soluble dietary fiber. So Lucid, already we have a good relation with them, and they are very good high quality gum suppliers for us. When we came up to the stage we require more production, we thought of having a joint venture with them. Die Guarbohne ist ein Polysaccharid, das reich an löslichen Ballaststoffen ist. Aber die lange Kettenstruktur der Moleküle verursachte eine Verdickung, wenn sie in Wasser aufgelöst wurde. Andere lösliche Ballaststoffe, wie zum Beispiel Flohsamen, hatten das gleiche Problem. Und Kunden nahmen es daher nicht so gut an. Die Wissenschaftler bei Tayo wussten, dass diese langen Ketten durch eine Hydrolyse verkürzt werden können. Andere Firmen versuchten dies auch. Aber diese sehr kurzen und löslichen Ketten gärten zu schnell im menschlichen Verdauungstrakt und verursachten Blähungen. Genau eines der Symptome, dem eine hohe Ballaststoffaufnahme entgegenwirkt. Das Team führte die Guarbohnenforschung fort und entdeckte schließlich im Jahr 1984 einen ausgewogenen Ballaststoff mit perfekter molekularer Kettenlänge, der in Wasser unsichtbar ist und alle Vorteile eines aktiven löslichen Ballaststoffs hat. Sie entdeckten Sunfiber. Nach dieser Entdeckung benötigte Tayo Lucid einen sicheren Prozess, um den löslichen Ballaststoff in großen Mengen herzustellen. Tayo Lucid beauftragte ihren Betriebsleiter Gopichand Mahajan damit, einen Ort für die komplexe Raffinierung von Sunfiber zu finden. Seine Suche führte ihn in die Stadt Aurangabad im Bundesstaat Maharashtra, wo eine sehr gute Infrastruktur und gut ausgebildete Arbeitnehmer vorhanden waren. This is the world class facility and this is totally different from other food industry. We supply this sun fiber all over the world. So we want very good quality of sun fiber product. Dr. Rao bei Tayo stimmte zu, dass Aurangabad die perfekte Wahl sei. Why Aurangabad is because in the proximity we have a very pure and clear water supply here. That's the reason we can find a lot of beauties around here. And the second reason we are in the proximity of the very good land where the clover is cultivated, so that we can have a direct supply and the expertise of the farmers as well as our collaborator Lucy in expertise in the clover. Die geprüften Bohnen werden in das große pharmazeutische Werk gebracht, wo der Betrieb minutiös koordiniert wird. Wasser aus der werkseigenen Umkehrosmoseanlage und genau bemessene Enzyme werden hinzugefügt. In den nächsten 13 Stunden löst sich die Guarbohne auf und wird teilweise hydrolysiert, um die perfekte Polysaccharidlänge zu erreichen. Nach einer Sterilisation, die einer Pasteurisierung ähnlich ist, wird die Flüssigkeit sprühgetrocknet und verwandelt sich in ein feines weißes Kristall. Sunfiber.
In diesem Werk wird in praktisch pharmazeutischer Umgebung gearbeitet und das Kristall durchläuft unter Videoüberwachung einen Magnet, um Metallpartikel zu extrahieren, wird verpackt und etikettiert. Jede Packung ist kodiert und rückführbar. All dies geschieht unter der Leitung von Herrn Mahajan und mit Hilfe seiner 95 Angestellten, die in 3 Schichten arbeiten. Das Ergebnis ist ein unsichtbarer Ballaststoff, der als Nahrungsergänzungsmittel und gesundheitsförderndes Additiv für die Produkte anderer Firmen genutzt wird. I can say proudly, this is the only facility in the world we can produce this sun fiber of this quality product. Wir kehren zurück nach Rajasthan in das Bauerndorf Mokeri, wo Tayo Lucid ein direktes Verhältnis mit den Bauern vor Ort pflegt, die ihre Guarbohnen anbauen. Lucid Colloids Geschäftsführer Uday Merchant. Lucid, you know, as of today supports about 50,000 farming families. Wow. So it's a constant effort improving the incomes of the farmers involved with us, improving the opportunities for their children and generally improving the life of the community. Nach den Monsunregen im Juni säen die Bauern auf den Feldern ihr Saatgut aus und warten 100 Tage. Wenn Wetter und Schädlinge den Pflanzen keine Probleme bereitet haben, ernten die Bauern ihre Pflanzen und stellen die Bündel zum Trocknen in die Felder. Am letzten Nachmittag meines Aufenthalts in Indien traf ich mich mit Amir Purohit von Tayo Lucid, der die Beziehung zwischen den Bauern und der Firma koordiniert. Tell me a little bit about the Tayo Lucid positive impact that they've had on farmers. We are providing them information about the good guar cultivation practices. We are providing them seeds. We also facilitate the technical input of the scientists who are working in the agriculture universities. And so I'll tell you, there's one thing I've noticed. It is so hot out here. I'm wondering how anything at all really grows in such arid soil. I mean, this is desert sand. Yeah, guar grows well in such kind of soils. I'm no agronomist, but this looks to me like it's really ready for harvest. Still, it requires about 20 to 25 days okay. for harvesting for seed purpose. Okay. For vegetable purpose, it is perfect to harvest. Oh, got it. It will be dried a bit for about 20 days. Then farmer will cut the plant from the ground base. Then after that, it will be threshed. Right. To extract the seed from the dry pods. Got it. This is sun fiber. The most researched form of soluble fiber on the planet, enabling you to promise more than any other fiber. This makes it easier to deliver the benefits your customers desire without any of the side effects that they've come to expect and even accept. Sun fiber is the truly regulating fiber. Invisible fiber, visible benefits.